Thomas Pohle ist mein nächster Gast. Herzlich willkommen. Thomas, was wollen Sie trinken? Wasser wäre nicht schlecht. Ein Wasser bitte noch. Muss man das denn, Thomas? Ein bisschen Platz geht machen. Das so? Ja. Und hier steht etwas, was mir natürlich den Mund wässrig macht. Ich glaube, nicht so offen. Das geht es. Dankeschön, Susanne. Zaubertrick-Erfinder, das ist ja wunderbar. Was haben Sie uns mitgebracht? Ja, wir haben hier eine kleine Holztruhe. Da sind also meine Kleinigkeiten an Schätze drin. Das würde dich besonders interessieren. Und Zaubertrick-Erfinder ist halt, wir arbeiten ein bisschen im Verborgenen und man kann sich immer gar nicht vorstellen, wo diese Zaubersachen alle herkommen. Und nun sind wir doch mal erwischt worden und nun sind wir hier, nicht? Ja, ich bin ja Stammkunde in solchen Läden, wo es so etwas gibt, was jetzt unterhalb der professionellen Magie liegt. Und ich nehme an, das sind auch genau diese Artikel sind das für den Amateurzauber, der zu Hause in seiner Verwandtschaft, also auch ein bisschen professioneller das schon macht, aber eigentlich für den Amateurzauber, der sich eigentlich dafür interessiert, nicht? Wir können ja mal eine Kleinigkeit vielleicht erstmal so zur Einstimmung zeigen. Ne? Denn vielleicht fangen wir mal hier mit diesem kostbaren Würfel an. Und zwar ist das ein chinesischer Holzwürfel, der also auch komplett heil ist. Das kann man, ich zeige das gleich noch näher, und der ist hier durchbohrt und kommt hier in dieses Behältnis rein und wird hier also mit diesem Zauberstab gefesselt, dass er also da nicht mehr raus kann. Ne? Und wenn man jetzt eben der Magie mächtig ist und macht hier so eine magische Bewegung drüber, dann kann man also das sehen, dass er sich also, obwohl der Zauberstab da drin ist, also nicht etwa unten, dass da jetzt eine große Lücke ist oder so, sondern der ist also Tatsache befreit und ist also auch ein ganz stabiler Holzwürfel. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Variation von unseren Tricks. Ja, wollen wir gleich noch einen weitermachen? Ja, oder? Wenn der Applaus erstmal abgeäppt ist. Ja, danke. Ganz interessant ist vielleicht auch dieser hier, der kommt, das ist so eins meiner Lieblingsthemen. Aus der ägyptischen Mythologie sind diese drei Tafeln überliefert worden, die hier in dieser Truhe sind. Und die zeige ich gleich mal. Die sind also von der Unterseite schwarz. Die kann man also ganz gut zeigen. Und dann wichtig ist diese Platte hier, diese mit diesem Skarabäus eingelassen. Die ist also wichtig, dass die hier zwischen diesen beiden Tafeln zum Liegen kommt, dass also diesem Käfer nichts passieren kann. Das ist also überliefert, dass das ganz wichtig ist. Ne? Und wieder ist es also so, diese magische Bewegung, das ist bei meinen Zaubergeräten eigentlich üblich, nur diese magische Bewegung zu machen, dann passiert hier eigentlich mit dieser Platte gar nichts. Aber das Wunder ist halt, der Skarabäuskäfer verschwindet völlig. Mhm. Und wo kann er sein? In der Truhe ist er bereits angekommen und passt natürlich auch wieder in die Platte hinein. Ne? Das sind so einige Sachen, die, also wie gesagt, für den Amateurzauber eben, der hat also auch gerne schöne Geräte im Schrank und in der Vitrine. Viele gibt es auch, die sammeln das nur. Und also wir könnten jetzt hier endlos weitermachen. Vielleicht einen Trick, den würde ich ganz gerne noch zeigen, weil das ist an und für sich so mein erfolgreichster Trick. Ich darf mich mal dazu ein bisschen hinstellen, ja. Und zwar, wenn man eben Möbel hier ein bisschen rücken. Und zwar sind hier in dieser Truhe drei farbige Bälle drin. Und ich habe heute überlegt, ob ich den Effekt mit dir machen kann, weil du natürlich auch ein bisschen von Zauberei Ahnung hast. Mhm. Und deswegen wollen wir jetzt mal ein mentales Kunststück machen. Ich drehe mich jetzt mal gleich ab. Und du nimmst bitte mal, ich wende mich ab, ich will es also nicht sehen. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwo ein Monitor ist. Na gut, dann muss ich runtergucken. Ich möchte dich mal bitten, jetzt einen Ball zu nehmen. Ja. Mit beiden Händen und ihn so zu reiben, dass er deine Handwärme annimmt. Okay. Und dann einfach wieder an den Platz zurücklegen. Mhm. Und sagen, wenn du fertig bist. Fertig. Alles klar. Und wie gesagt, das Experiment ist nicht so einfach. Nimmst du bitte mal die drei Kugeln runter von dem? Und jetzt sind ja hier diese Vertiefungen. Würdest du die bitte mal da reinlegen, die Bälle? Wohlbemerkt, wichtig ist, der Zuschauer darf den Ball also selber reinlegen. Und ich habe hier eine Vorhersage gemacht. Und diese Vorhersage, wo ist sie? Ich hoffe jetzt, dass das jetzt alles hinhaut. Welchen von den drei Bällen hattest du jetzt genommen? Den blauen.
Wie, ehrlich? Mhm. Ja, das hatte ich heute im Hotel also auch schon gewusst, dass er den blauen nehmen wird. Ne? Das ist aber eigentlich noch nicht alles. Also das Verblüffende eigentlich, was ich also bis heute selber noch nicht weiß, ist, wieso der blaue Ball hier aus der Truhe verschwunden ist. Ne? Oh. Das ist aber stark. Das war so erstmal in groben Zügen so diese Sachen. Da sind natürlich noch mehr, aber ich glaube, da würde die Zeit jetzt nicht reichen, weil die anderen muss man mehr ausholen. Ja. Und die Zeit haben wir halt nicht. Das ist ja ganz stark. Siegfried und Roy habe ich als Stichwort hier. Ja, wir waren vor 2 Jahren in Las Vegas, haben Siegfried und Roy selber kennengelernt. Und dabei ist also auch zutage gekommen, dass sie also auch über verschiedene Quellen Tricks von mir besitzen. Also nicht Roy, sondern Siegfried. Tricks von mir besitzt, die er in Amerika gekauft hat, wo wir auch hin exportieren. Also jetzt die kleinen die, oder macht nein, die kleine auch große? Tricks, kleine Tricks. Wir haben auch früher größere gebaut, aber es ist einfach, wird immer weniger vom Geld her. Die Leute können sich das, also große Illusionen, nicht mehr so leisten. Nicht? Also so Zersägung und so weiter. Das kostet alles wirklich heute viel Geld. Ne? Wie hat denn das angefangen? Ich nehme an, du hast erstmal dich für Zauberei interessiert ja. Oder kam es eher vom Handwerklichen? Nein, also mit 11 Jahren der berüchtigte Zauberkasten, dann in Berlin damals ein Laden, da war also, das war ein ganz fantastischer Zauberladen. Mit Zauberkönig. So Zauberkönig, ja. Diese eine kleine Frau hinterm Tresen und die musste irgendwie Narren an mir gefressen haben, jedenfalls hat die also mit mir besonders viel angestellt, nicht? Die hat mich also in den Zauberverein gebracht und hat mir also Geheimnisse gezeigt und wahrscheinlich war das das Ausschlaggebende. Nicht? Und dann, ja, kein Taschengeld, also jedenfalls nicht genug, dann habe ich selbst gebaut nicht? Und habe die Fertigkeit festgestellt, dass ich die habe und ja, dann mit der Zeit erfindet man einfach selber, weil irgendwie ist alles... Hast du denn wirklich schon mal Tricks erfunden, wo du sagst, da gibt es kein Vorbild oder sind es im Wesentlichen Weiterentwicklungen von Effekten, die man zum Teil ja auch seit Jahrhunderten ja, kennt? Ja, das sind also hier drinnen sind zum Beispiel dieser Trick, sagen wir mal, dieser mit den Bällen, der Trick heißt Futura Mental, der ist also eine Weiterentwicklung von einem Trick, den es früher gab. Statt dieser Bälle waren das Nägel. Ja. Die dann eben auch dementsprechend aus einer Truhe verschwanden. Aber was zum Beispiel eigene Erfindung ist, ist der Skarabäus, den habe ich selbst erfunden. Dann dieser China-Block-Durchdringung, das ist auch nur eine Verbesserung. Also meistens macht man, oder ein Thema dazu, chinesisch, ägyptisch und so weiter. Man will ja auch einen Vortrag dafür haben, um das einfach zeigen zu können. Ne? Gibt es ein Projekt, von dem du träumst, was in naher Zukunft vielleicht verwirklicht wird, irgendeine ganz tolle Sache, die man schon mal anreißen könnte? Ja, ich arbeite jetzt im Moment gerade an einer kleinen Version von dem Gang durch die chinesische Mauer, die David Copperfield gemacht hat. Da habe ich also so ein kleines Muster gebaut, das habe ich jetzt aber noch nicht hier, weil es noch nicht fertig ist. Und das ist eigentlich meine nächste Illusion, wo also ein kleiner David Copperfield durch ein Stück der chinesischen Mauer durchwandert. Wenn das fertig ist, sehen wir uns hier wieder. Ja. Danke dir. Bis gleich.